Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier, ich kann euch das auch zeigen, im alten Land, wenn man das sehen kann, ich glaube schon. Ne? Motorradfahrer sind unterwegs. Ja, wieder mal ein Leuchtturm, sehr schön, und eine schöne Brücke. Ja. Kurzes Update zur Unterkunft. Ja, kann man sich wirklich nicht beschweren, weil gute Betten, sehr, sehr nette Gastgeber. Fürs Frühstück, ja, da waren wir überwältigt heute Morgen. Also Rundum-Paket, ich sag mal, wenn von 1 bis 10 hätte ich da bestimmt schon die 9,9 genommen. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendwo doch immer noch was auszusetzen, aber das war schon fantastisch. Und das alles hier im alten Land, wo, ja, es ist einfach toll hier. Jetzt ist es hier noch ein bisschen neblig, man kann ja da mal rüber gucken. Es sind ja auch viele Radfahrer, die jetzt hier loslegen wollen. Ein bisschen im alten Land rumfahren, die nutzen das Wetter heute noch. Das zieht gegen 10 Uhr, zieht das nachher auf, dann kommt die Sonne raus. Ja, hier hinten ist die Elbe, hier sieht man leider nicht, weil da ist Nebel drauf. Aber die Boje sieht man da, glaube ich. Und ja, jetzt geht es erstmal Richtung Stade weiter. Und dann ja, Richtung, warte, denn ich glaube, so viele Orte kommen hier nicht zwischendurch. Ja, und dann grobes Ziel ist heute Cuxhaven. Ja, gut, okay, dann melde ich mich nachher nochmal und bis dato. Ne? Ja, 17 Kilometer oder so, ne? 17. Nach 17 Kilometer sind wir in Stade. Oh, ist noch recht früh für die meisten auf dem Sonntag. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, da sind nicht so viele Autos auf der Straße. Dann kann man auch mal normal Fahrrad fahren. Schöne Stadt, Stade, kann ich nur empfehlen. War, ich glaube, im Frühjahr. War für zwei. Ja, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Mit Hähnchen hier oben, wo wir uns ja, Apfelblüten hier im alten Land angeguckt haben. Festung Auerort. Festung Auerort. Ja. Deine Hälterchen sind wieder fleißig. Ich glaube, wenn die nicht wären, dann wäre der Deich aber auch zugewuchert. Und dass wir hier oben im Norden sind, dass es ganz schön platt ist, das Land. Gegenwind, eigentlich schon den ganzen Tag, die ganze Zeit. Rechts haben wir eigentlich immer im Deich von der Elbe. Schade eigentlich, dass man die Elbe nicht so sehen kann. Vielleicht aber auch gut, sonst würde noch mehr Wind da sein. Und links ist nichts, soweit das Auge reicht. Wiese, Moor, keine Ahnung. Ein paar Kühe stehen ab und zu rum. Also hier gibt es relativ wenig Bevölkerung. Der eine oder andere fährt hier noch auf dem Radweg.
den sieht man noch, aber dann ist auch schon Feierabend. Oh, das sind ja Kühe und Pferde. Ah, ich erzähle schon wieder Lügen. Ja. Ja, und ein verirrtes Schaf da oben. Ganz alleine. Aber fleißig ist es. Ach, hört ein Lämpchen da oben. Ach, ein Lamm. Die Mutti frisst. Und das Lamm ruht sich aus. Ist auch in Ordnung. Braucht man die Tore nicht zumachen. Gibt es so einen Übergang. Muss man natürlich langsam rüber. Das ist ganz schön schmal. Glückshafen haben wir erreicht. Ja. Da drüben geht die Fähre. Ich glaube, die letzte, die hier überhaupt fährt. Ansonsten geht es nicht mehr über die Elbe. Ja, und ab und zu ist mal diese Brücke geschlossen. Heute zum Glück nicht. Te monto en un avión y nos vamos para el ley. Este año la partimos, baby, sabes que es ley. Y nos pegamos más de lo permitido. Weiter den Elberadweg links nach Hörne. 17 Kilometer ist, glaube ich, erstmal das nächste Ziel, bevor wir dann nach Ottendorf nachher irgendwie kommen. Oh, 17 Kilometer erstmal. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt drauf? 65. Cuxhaven gekommen. Ist nicht mal weit weg. Noch 3,2 Kilometer. Das war das nächste Etappenziel. Also, sehen wir diese 3,2 mal an. Das ist eigentlich nichts, weil 14 Kilometer bin ich jetzt gegen Wind gefahren. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein bisschen Rückenwind oder Seitenwind und den 3,2 Kilometer mit. Auch mal ganz angenehm. Auf geht's. Just like wine for my engine. Just like water, they quench my thirst. Just like wine for my engine. Just like water, they quench my thirst. Kaffee ist pro Shot. Das heißt, wir können eine kleine Pause machen. Das ist ja schön. Und es ist auch geöffnet. From the day you come around, my life don't turn around. You give me
energy, that's energy, so find liturgy. It give me stamina. Gut hören ist das. Sehr gut zu empfehlen, das Kaffee trinken. Hier war mal der ehemalige Hühnerstall. Gut, okay. Hätten wir das auch. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wo jetzt das hier gerade ist. Aber vielleicht bekomme ich hier mal einen Tipp. Jetzt steht es irgendwo dran. Ostseeschwerwerk. Ostschwerwerk. Keine Ahnung, so ungefähr. Konnte ich gerade noch so ein bisschen lesen. Kilometer noch vor Ottendorf und noch dann waren es nur noch 15 oder 18 bis nach Cuxhaven. Wege hier oben sehr gut, kann man wirklich nichts gegen sagen, fast autofrei, aber man muss auch gutes Wetter haben, weil es ist doch sehr, sehr offen vom Land her gesehen, dass der Wind einen als Fahrradfahrer noch ganz schön angreifen kann. Das Haus am Elbdeich gelegen, wunderbar. Ja, zum Kanal links von mir, der mich schon die ganze Zeit begleitet, kann ich leider nichts sagen. Ottendorf. Oh, 15 Kilometer noch bis Cuxhaven und dann geht es rein in den Zug und dann geht es nach Hause. Und dann ist die Molle und die Elbe, ja, Geschichte und hat Spaß gemacht. Ja, die Tore haben wir jetzt heute schon, glaube ich, oft genug gesehen. Gut. Hallo? Ja. Ich glaube, für solche Aussicht macht man das alles. Also hier kann man kaum mit dem Auto langfahren. Sehr schön. Ja, 10 Kilometer noch. Ich glaube, da hinten ist Cuxhaven eigentlich schon zu sehen. Es wird ein bisschen diesig. Warum auch immer. Schönes Wetter, kein Thema. Leichte Brise, aber das ist ja, glaube ich, an der Nordsee sowieso, ne? Aber es ist keine steife Brise. Es ist nur eine kleine laue Brise. So haben wir denn wenigstens nur 26, 27 Grad. Ich glaube im Binnenland heute waren es wieder um 30, 31. Das nehme ich hier gerne mit. Letzte Bild von meinen Kumpels hier werden. Die fleißigen Helfer. Kreuz und Beet. Sie geben alles. Danach muss Cuxhaven ja auch schon erreicht sein. Und wieder eins. Von gefühlt 60 Toren heute.
gefühlt. So viel waren es aber nicht. Warten wir noch auf Heike und dann war's das. Schade, der wird gleich losfahren, einer von den beiden Richtung Hamburg. Das wird Heike leider nicht schaffen und ich warte natürlich. Ne? Gut, das ist ja ein Träumchen. Da sollten sich die Züge in Mecklenburg-Vorpommern mal was abgucken. Also Cuxhaven geht es jetzt los Richtung Hamburg. Und dann, ja, weiter, ne? Aber, ja, hier passen ein paar Fahrräder rein. Das ist schon mal schön. Aber wird heute nicht so ganz ausgenutzt. Aber ist auch egal. Freut mich. Kinda feel like it's a good thing for you.